Und wir sind wieder zurück bei Wiggles. Wir waren unsere neuen Zwergenkämpferlein hier runtermarschiert in der letzten Folge. Und ah, hier wird die Schleiferei gebaut. Und das Industrieschlafzimmer ist fertig. Sehr schön. Was machst du hier? Macht Unterricht. Nee, gibt's keinen Unterricht. Und dann haben wir hier noch einen neuen Zwerg, den Martin. Den wollen wir aber jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Und jetzt marschieren wir mal hier runter. Auch wenn sie erst jetzt kommt, aber schauen wir mal, was es hier unten gibt. Ein Fass als erstes. Dann guckst du erstmal in das Fass. Bis dahin könnte sie vielleicht auch schon ein bisschen weiter sein. Stellt euch mal hier hin. So, und was haben wir hier? Das Smaragdschild, Verteidigung 8. Jetzt ist die Frage, kannst du das schon benutzen? Nein, natürlich nicht. Das ist aber nicht so schön. Okay, du kommst auch bis hier runter, bitte. Und wir gucken hier mal weiter. Schauen mal. Als erstes hier eine böse Pflanze. Alles klar. Dann bleibt erstmal nur die Lena hier. Und schaltet die mal kurz aus. Bis dahin ist sie dann auf jeden Fall da. So. Sehr schön. Weiter geht's. Also, dann müssen wir ja gucken. Ein Troll. Alles klar, jetzt wissen wir aber, wo die Trolle herkamen. Bei dem Drachen. Du sollst auf jeden Fall Fernkampf trainieren. Hier ist noch einer und hier ist wahrscheinlich schon eine Burg, eine Trollburg. Das ging aber schnell. Da machen wir ja ordentlich Schaden. Sehr schön. Mireille ist sehr alt. Jetzt geht's los. Alles klar. Stellt euch mal hierher. Dann ist auch der Simon gleich sehr alt. Komm, Mireille. Lad mal dein Zeug hier ab. So. Stand aber noch nichts da. Dass Simon auch sehr alt ist. Aber das wird wahrscheinlich bald der Fall sein. Dann verlieren wir den nächsten Zwerg. So, hier haben wir den nächsten Troll. Erstmal kurz sortieren. Was macht? Ja, sie schießt und drei kämpfen. Ja, das geht auch ziemlich fix. Mit drei Kämpfern. Vor allem er macht wahrscheinlich viel Schaden mit seinem Tut nicht weh. Heißt das Tut nicht? Tut nicht weh, okay. So, und hier haben wir die Wood in Gänze. Also hier oben schlafen noch drei. Hier haben wir noch einen. Da sitzen noch zwei. Okay. Jetzt wissen wir auch, wo die Trolle herkommen, die hier unseren Freund den Drachen kaputt gemacht haben. Jetzt kommt unser Baby hier mit runter. Du guckst hier mal rein kurz. Was haben wir hier? Ein Breitschwert. 2 in der 8. Da haben wir schon eins oben liegen. So, jetzt holst du die mal ran. Stellt euch schon mal auf. Den solltet ihr erstmal schnappen. Sehen. Das klappt. Zwei. Okay. Dann gehst du nach hinten. Du gehst nach hinten.
gehst nach vorn. Aber schön langsam. Lass mich nur einen. Dass wir die beide mitbekommen. Dann machen wir hier Attacke. Was macht sie? Sie schießt, ja. Okay. Jetzt sehe ich nichts. Der erste ist schon fast tot. Jetzt den zweiten. Das geht schnell. Dann holst du den nächsten. Warum nur den nächsten? Den hier. Ja. Und runter. Jetzt kommt das Baby hier mit. So, und Attacke. Drauf. Wahnsinn, die haben ja gar keine Chance. Sehr schön. So, dann gehst du hier hoch. Jetzt dir erstmal hier einen. Ja, yeah. Und da kommen sie alle gleich zu dritt. Das macht gar nichts. Die kriegen wir trotzdem. Hoffe ich. Wenn nicht, wir haben ja genug Tränke mit dabei. Und da ist der erste. Attacke. Erster ist drei weg. Der zweite ist auch gleich weg. Warum habe ich eigentlich die Tränke mitgenommen? Und den dritten. Okay, er kriegt jetzt ein bisschen was ab, Simon. Ja, und das war's. Dann trink einen. Unser Baby kommt auch mit. Und du kannst mal noch hier an die Truhe gucken. Haben wir hier sonst noch was? Hier haben wir nur Bier. Hier unten war das Breitschwert. Das brauchen wir eigentlich nicht. Und hier die Truhe. Mal gucken, was hier drin ist in der Schatzkiste. Gold. Sehr schön. Gold können wir immer gebrauchen. Vier Stück. Ja. Sehr toll. Gut, dann waren wir auch hier unten. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter. Gehen wir mal ins Schiff. Und gucken im Schiff mal weiter. So, Miri stirbt jetzt. Ja. Arme Miri, es tut mir leid. Simon kommt dann wahrscheinlich allein. Nicht schön. Nein, Mireille, du kriegst jetzt frei. So. Du musst jetzt nichts mehr machen. Mach's gut, Mireille. War schön mit dir. Tschüss. Puff. Mireille ist durch Altersschwäche gestorben. Sehr schade. Aber so ist das leider. Dann können wir hier, und ich mache jetzt hier einfach trotzdem mal Pilzstämme einlagern. Wenn ich es finde, irgendwo hier Pilzstämme einlagern. Dann können wir alle die, die hier so rumliegen, und es sind ja einige, mal mit ins Lager packen und mitnehmen. Simon ist schlecht gelaunt, aber noch wohlauf. Ich gucke gerne hier oben immer, weil manchmal zeigt es das hier oben auch nicht an, dass wir das bei dem einen oder anderen zu spät mitbekommen. So, wir wollten eigentlich hier, das muss ich dann machen, obwohl wir können das ja mal kurz auf aus. Wir buddeln ja jetzt eh nicht. So, wo passt die hin? Hier hin. Okay. Gehen wir mal hier so und machen das mal so. Ja. Dass wir das Industrie Wohnzimmer mal noch mit aufbauen können.
Wie geht's eigentlich Milva? Sie ist schon erwachsen. Milva, komm mal hier hoch. Los. Hallo. Milva kann sich mal einen Reithamster nehmen. Und dann bitte auch eine Holzkiepe, eine große. Hier wird fleißig gefällt. Dann... Nee, du machst... Ach, ich mach erstmal das. So, ach, die sind schon da. Sehr schön. Also, wie machen wir das jetzt hier? Ich würde sagen, der erste muss hier oben rein. Also es geht darum, hier hinter zu kommen. Wahrscheinlich, denke ich mal, wenn man auf... den Schalter drückt, gehen die Türen auf. So, wo ist jetzt der erste Schalter? Da. Dann drück du den mal. Ja, jetzt geht die auf. Jetzt gehst du hier rein. Und mit denen gehen wir weiter. Und ich sehe es schon, wenn er jetzt den Schalter drückt, dann geht die zu und die auf. Es war klar. Dann geht ihr weiter. Und ihr geht schon mal hier runter. Und du drückst mal den. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? So, und du... Ei! Ein Krake! Okay, so, und ihr geht jetzt mal hier rein. Mal gucken, was wir jetzt hier machen können. Ich sehe hier hinten einen Schalter. Kannst du den drücken? Könnt ihr den nicht drücken? Drück ihn! Nee, geht nicht. Jetzt kannst du ihn drücken. Und was passiert jetzt? Ei, da kam der Grünleuchter runter und der Krake ist hin. Okay, haben wir uns den Kampf erspart. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kommt ihr jetzt gleich hier runter? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Also müssen wir euch wieder alle zurückschicken. Dann musst du hier drücken, dass du wieder rauskommst. Komm. Hopp, hopp. Achso, was ist hier eigentlich drin? Wahrscheinlich Nahrung, oder? Ja, ein Grillpilz. Dann kannst du gleich mal einen essen. Du hast eh nicht mehr viel. Dann isst du auch mal noch einen. Okay, 53 reicht erstmal. Ist den mal noch fix. Was sieht es hier aus? 68. Okay. Dann drücken wir hier drauf. Oder? Geht die jetzt auf? Nee, ach, da muss er drücken, ne? Ja, da drückt er. Und dann drücken wir den und dann ist auch er wieder frei. Haben wir einen vergessen? Nö, ne? Ja. Sehr schön. Was hängt er hinten an der Wand? Keine Ahnung. Gut, dann hatten wir das gelöst. Und jetzt kommt ja hier unten noch dieser Spaß. Dann nehmen wir den Ältesten. Ich tue trotzdem mal Speichern davor. Ich schreibe mal vor Krake. Als er jetzt hier gleich erwischt wird und keine Ahnung, was dann passiert. Ich denke mal, er ist dann hin. Und eins. Das ist aber knapp.
Und zwei. Und drei. Gut. Okay, und jetzt drückst du mal drauf. Ich hoffe, dass das dann aufhört. Ja, sehr schön. Okay, hätten wir auch das. Hätten wir auch das gelöst. Und dann schauen wir mal weiter. In der Titanic. Schauen wir mal, was es hier gibt. Hier sehe ich auf jeden Fall schon mal Gold. Der hat noch nicht so viel. Du hast noch nicht so viel, dann nimm dir mal das Gold. Kannst du einstecken. Das Lustige ist, ich glaube, wenn Zwerge Gold einstecken haben, dann geht ihre Stimmung nicht so schnell runter, weil die halt Gold haben. So. Gucken wir weiter. Was ist hier? Oh, hier ist noch eine... Aha. Mach's auf, komm. Geht nicht auf. Okay, dann nicht. Ja. Oh. Und? Ah, ein Ring. Wir haben einen Ring gefunden. Es regnet. Der Ring des Wassers war ja klar. Cool. Mein Kriegsschwindel! Schön. Also, wir haben den Ring des Wassers gefunden. Sehr toll. Hier ist auch gerade noch ein bisschen Wasser. Ich hoffe, das ist nur... Ja, das ist nur hier. Okay. So, dann gucken wir mal weiter. Ich hoffe nicht, dass hier noch irgendwo andere böse Sachen lauern oder so. Hier ist auf jeden Fall noch eine Schatzkiste. Mit mehr Gold. Sehr schön. Nimm mit. Oh, hier oben sind noch zwei Schatzkisten. Hier ist noch ein Fass. Halt, das sollst du auch machen. Mach hier mal auf. Gold, noch mehr Gold, noch mehr Gold. Sehr schön. Gold kann man immer gebrauchen. Das, so, was haben wir hier? Das Amulett ist nicht schick. Ah, okay, sehr schön. Ich denke mal, das Amulett ist nicht schick, gehört zur Zweihänder-Axt, tut nicht weh. Was wir jetzt damit machen können, weiß ich auch noch nicht. Also ich denke mal, das erhöht halt den Angriff irgendwie von dem Schwert, also von der Axt. Nehme ich mal an. Was haben wir hier? Eisenerz. Ein Buch. Bauratgeber. Ne, das nimmst du aber mal nicht. Das nimmst du mal. Du hast noch gar nichts einstecken. Hier haben wir noch mehr Eisenerz. Und noch mehr Eisenerz. So, hat sie es jetzt schon eingesteckt? Ne, ach, sie sollte es ja nicht einstecken. Dann komm du mal runter. Nehmen wir das Eisenerz mit? Ich weiß es nicht. So, wir haben eigentlich so viel rumliegen oben, Eisenerz. Hier ist noch eine Schatzkiste. Mhm. Noch ein Buch. Psychotipps.
Sehr schön. Da könnten wir dem Erik eigentlich mal eins zu lesen geben, dass der noch mehr in Metalle bekommen kann und in Bauzeug und so. Ich hoffe halt, dass das ist, dass die Summe dann größer wird, die Bücher, dass die dafür da sind. Und ein Zelt. Ja, das brauchen wir nicht. Da haben wir schon genug rumstehen. Warum steht da ein Zelt? Ist da irgendwie... Soll mir das irgendwas sagen? Muss ich das da hinten aufstellen, dann passiert was oder wie? Nee. So. Schauen wir mal weiter. Aha, hier geht's lang. Simon ist sehr alt. Ah, jetzt geht's los. Schande. Jetzt stirbt auch der Simon bald noch. Das ist natürlich gar nicht toll. Wir buddeln trotzdem mal weiter. So, ist hier schon was gebuddelt worden? Ja, wir sind schon fertig. Dann können wir hier mal noch zwei große Höhlen machen. Wie sieht's mit Essen aus? Sieht gut aus. Wer demonstriert hier? So, also, was hatte ich gesagt? Erik. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Wo war das? Psychotipps hier. Das Wissen der Alten. Gucken wir mal. So, und hier wird weiter fertig. Ach so, halt. Stopp. Da muss ich ja erstmal wieder hier Höhlen generieren. Auf On. Sonst buddeln wir uns hier wieder einen Wolf. Und wir haben schon was gefunden. Das ging fix. Unter anderem ein Fass. Mit einem Buch. Erste-Hilfe-Anleitungen. Das ist bestimmt was für Service. Oder für Verteidigung. Könnte auch sein. So. Zwei Wuker. Da brauchen wir den Simon noch mit dazu. Und sie. Obwohl. Ach, sie kann den Bogen jetzt schon nehmen. Das ist gut. Dann ihr drei. Macht mal die zwei Wuker. Wuker 1. Und das geht ja mittlerweile richtig fix. Wuker 2. Erik plus 2 in Service. Das wollte ich nicht. Dann liest du, was haben wir noch? Okay, das ist gut zu wissen, dass das Service bringt. Das Wissen der Alten. Dann liest er das mal noch. Uzi hat Hunger. Hier haben wir nochmal Eisen. Simon, heb mal das Eisen auf. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, ihr seid ja genau richtig. Hier kommen zwei Sätze blöden Pflanzen. Ne, eine erstmal. Die könnt ihr erstmal kaputt schießen. Sehr gut. Sind hier hinten zufällig ein paar Grillpilze oder so? Das wäre nämlich gar nicht so schlecht. Ne, noch ein Buch. Gezielte Stichwunden, das ist gut. Das brauchen wir, wenn der Simon bald nicht mehr da ist. Weiter geht's. Ein Buker. Kannst ruhig weiter runterklettern. Was haben wir hier? Oh, was ist das? Cool, ein Eierbecher. Erik plus 29 in Gehirngröße. Das wollte ich, sehr schön. Sollen wir das Ei da mal reintun? Was ist dafür da? Ich weiß es nicht. So, dann brauchen wir noch jemanden, der sich mal um den Hooker noch kümmert. Komm. Das wirst du sein. Schaffst du den? Ja. Du brauchst eh ein bisschen Kampferfahrung. Du hast Einhänder 6. Du kriegst dann wahrscheinlich das Schwert vom Simon. Oh, Simon ist gleich tot. Simon, nein! Okay. Damit stirbt der Nächste. Wie sieht es denn eigentlich bei ihr aus? Sie wird auch bei... Ach, das ist doch nicht schön.
Tja, Simon, das tut mir jetzt sehr leid. Haben wir jetzt überhaupt noch genug Kapazitäten, um das alles wieder mit hochzutragen? Müssen wir mal gucken. Noch ein Wooker. Simon ist durch Altersschwäche gestorben. Na, ganz klasse. Du hast noch fast nichts. Lena ist auch schon alt. Das geht jetzt aber relativ schnell. Das gefällt mir irgendwie gar nicht, dass das jetzt so schnell geht. Der wehrt sich aber. So, was haben wir hier? Breitschwert. Einhänder 7. Okay, das können wir mal mitnehmen. Ein Einhänderschwert. So, du musst jetzt hier mal alles einsacken von ihm. Egal, ob du es benutzen kannst oder nicht. So. Oh, hier sind noch mehr. So, damit ist sie vollgestapelt. Hier ist noch Platz. Okay, ihr könnt eh erstmal alle mit runterkommen. Du kannst mal noch so einen Trank trinken, der hier zum Beispiel steht. Hallo? Du sollst so einen Trank trinken. Hä? Wieso nicht? Hat sie keine Lust dazu, okay. Noch ein Buch. Enzyklopädie der Pilzstämme, okay. Nimm du mal noch die Psycho-Tipps. Also das ist für Service, haben wir jetzt gelernt. Hält noch einer? So. Setzt mal einen hier hin. Den kann... Achso, sie kann das nicht trinken, weil sie voll ist. Okay, ich verstehe. Du hast noch Kapazitäten. So. Dann kannst du das noch mitnehmen. Und dann gucken wir mal noch weiter, was hier noch ist. Noch eine Trollfestung. Okay, die machen wir das nächste Mal. Die machen wir jetzt nicht. Wir schicken die jetzt erstmal alle wieder nach oben. Die haben nämlich ziemlich Hunger. Alle zusammen. Ich glaube, hier lagen noch Grill. Wir schicken sie erstmal bis hierher. Dann können sie erstmal hier was essen. Hier wird gebuddelt. Wurde gebuddelt. Okay. Hier sind die drei Blattmachfallen. Ich würde jetzt schon mal anfangen. Ich würde schon mal ein bisschen was zusammenpacken. Alles, was wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr brauchen, das brauchen wir sowieso nicht mehr. Das können wir stehen lassen. Hier können wir wahrscheinlich auch nichts bauen mehr. Hier, das lassen wir mal noch stehen. Das Zelt brauchen wir nicht. Aber das können wir auch stehen lassen. Hier wird auch nichts mehr passieren. Ich lasse es trotzdem mal noch stehen. Die Dampfmaschine brauchen wir. Ja, das war ja viel, was ich jetzt einpacken kann. Die Schule... Packen wir zusammen. Andersine ist sehr hungrig, ja, ich weiß. Aber Rettung naht. Neuer Zwerg geboren. Verena, sehr schön. Was ist eigentlich mit Martin? Der steht da. Okay, den können wir gleich mal hochschicken. Da oben ist, das wird ein Stück dauern. Milva hat schon, Martin hat schon, Verena. Okay, also wir kriegen auf jeden Fall immer neue Zwerge dazu. Es sterben aber zurzeit leider auch sehr viele. Das ist halt nicht so schön. Aber ja. So ist halt der Lauf der Zeit. Okay. Das Board können wir auch zusammenpacken. Wie sieht es denn mit Pilzstämmen aus? Oh, da liegt ja schon einiges drin. Das ist gut. Das ist gut.
Dann müssen wir aber auf jeden Fall hier mal noch ein Lager mit reinstellen, denke ich. So, dann müssen wir das trotzdem mal mit zusammenpacken. Dass wir das Lager hier reinstellen können für Kisten. Dann müssen wir hier mal die Nahrung wieder mit einschalten, dass die eingesammelt wird. Brauerei können wir zusammenpacken. Bar können wir zusammenpacken. So, seid ihr schon da? Ja. Oh, du musst dringend was essen. Und er auch. Haben wir noch einen? Ja. Bei Lena geht's noch. Haben wir, nee, jetzt haben wir keinen mehr. Okay. Alle Sermis gelernt. Okay, dann gehen wir weiter. Dann können wir eigentlich wieder bis nach oben marschieren. Wo ist Martin? Da ist Martin. So, hier können wir jetzt schon mal Kisten. Du hast nichts zu tun. Warum schläft sie auf dem Boden anstatt hier in dem Schlafzimmer? Ich versteh's nicht. Ist das so schlecht? Komm mal hier hoch. Nee, mit dem Fahrstuhl geht's schneller. Ja. Dann kann sie ja mal noch ein paar Pilze fällen. Den noch. Robertina ist sehr alt. Oh Mann. Nee, nicht schlafen. Pilze fällen. Den noch. Den noch. Den noch. Und den. So, wie sieht's aus? Hat Martin es geschafft? Ja. Los. Du kannst dir erstmal hier oben eine große Holzkiepe nehmen. So, hier wird gebuddelt. Ob wir das jetzt noch brauchen? Eigentlich nicht. Hat sich erledigt. Das Industriewohnzimmer bauen wir jetzt auch nochmal auf. Es geht nämlich stark gegen Finale von der Welt hier zu. Können wir das eigentlich auch hier hinstellen. Machen wir es einfach mal so. Da können wir das ja stehen lassen. Die fahren schon nach oben. Da musste warten. Niemand? Ach ja, ist ja einer gestorben, sind dann auch zu viert. Okay.
Er ist ja gestorben. So, das kann man auch wegpacken schon mal. Ja, das brauchen wir auch nicht mehr. Das wird schon zusammengepackt. Das lassen wir mal noch. Dampfmaschine. Achso, wir wollten ja mal noch mit dem Jarik. Jarik, hier ist er. Er macht Kohle einlagern. Du brauchst für den Dampfaufzug Alchemie. Okay, das kriegen wir hin. Also, Jarik. Komm mal hier hoch. Lies mal das Buch. Bau und Transport haben wir halt nicht so wahnsinnig viel. Wo ist er? Da kommt er. Dü-dü-dü-düm. Erik plus 4 in Alchemie. Jetzt müsste ja eigentlich die größte Schmiede erfinden können. Ach ne, die haben wir schon erfunden. Was ist das? Der Hochofen. Metalle 25, Alchemie 5. Jetzt hat er einen Metalle wieder abgebaut. Ich verstehe es nicht, warum das. Gefahren beim Bau. Kannst du trotzdem mal lesen. Aber ich dachte, wir haben noch irgendwo ein Metallbuch gefunden gehabt. Plus 2 in Bau und Transport, hat er 10. Ach, da sind sie ja schon alle. Gut. Tür zu. Robertina ist durch Altersschwäche gestorben. Dann sind Regner und Lena wahrscheinlich die nächsten. Ja. Wie sieht es dann bei Hanneke aus? Ach, er ist dann noch relativ jung im Vergleich dazu. Okay, also kommt dann hier wahrscheinlich erstmal ein Schnitt zwischen den beiden und den beiden. Ja. So, ihr fahrt mal nach oben. Dann könnt ihr euer ganzes Zeug ausladen. Aber ich würde sagen, das machen wir dann tatsächlich in der nächsten Folge. Die ist nämlich jetzt schon 37 Minuten lang. Das hatte ich jetzt gar nicht mal so auf dem Schirm. Also würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und vielen Dank fürs Zuschauen.